So, meine Lieben, das nächste wäre ja das Thema Sumpfkalk. Ich habe hier einen Eimer mit 20 Liter, deswegen habe ich das umgefüllt und möchte euch trotzdem zeigen, wie das aussieht. Dieser Sumpfkalk sieht so aus und ist immer in so einem Wassergemisch. Und dieses Wassergemisch sollte man auch immer nachfüllen. Das heißt, der Sumpfkalk in dem Eimer, den ihr gekauft habt, wenn ihr den nicht auf einmal verbraucht, der dürfte dann nicht einfach so hier oben drauf sein, weil das wird trocknen, sondern das muss immer zugedeckt sein vom Wasser. Und ich mache jetzt hier nichts anderes als halt dieses, was ich da habe, den Sumpfkalk und tue dazu mal das tolle Marmormehl auch ungefähr im Verhältnis 1 zu 1. Das heißt, ich muss schon einiges hier auch reintun, weil ich ja auch das Wasser habe. Das gesamte Konsistenz sollte dann nachher wieder ja, so ein bisschen wie ein Joghurt sein. Normalerweise nehme ich auch so eine so eine Küchenmaschine und mache das so eine alte, aber jetzt mache ich das für euch extra hier mit der Hand. Also jetzt sehe ich schon, nachdem ich das mal ein bisschen angerührt habe, dass es viel zu wenig ist. Ich habe hier relativ viel Wasser. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch mehr von dem Marmormehl reintun. So. Und das soll auf jeden Fall wunderbar zusammen angerührt werden. Jetzt seht ihr schon, wie cremig das wird. Das sollte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Marmormehl vielleicht, aber ihr seht ja schon, die Konsistenz ist schon fast richtig. Ein bisschen mehr. So, ich denke, jetzt dürfte es reichen. Und das sollte jetzt natürlich sehr gut angerührt werden, damit sich das Marmormehl mit dem Sumpfkalk schön verbindet. Normalerweise solltet ihr auch bei der Arbeit Handschuhe tragen, weil das ist ja nicht unbedingt ja, für die Haut nicht unbedingt besonders gesund. So, jetzt habe ich eine wunderbare cremige Substanz, Masse. Und das werde ich jetzt einfach hier auf unsere kleine Leinwand, beziehungsweise das ist jetzt hier keine Leinwand, sondern einfach eine Bösner Malplatte. Und das trage ich jetzt hier einfach mal wieder drauf. Und Sumpfkalk und Marmormehl muss im Anschluss gesichert werden. Es verbindet sich miteinander, aber es verbindet sich nicht mit dem Untergrund. Und das zeige ich euch natürlich dann, nachdem es hier das getrocknet wird. Jetzt trage ich das mal schön auf die gesamte Fläche und lasse ein bisschen auslaufen auch. Da, wo es halt dünn aufgetragen ist, da sind wieder die Brechungen ganz fein. Und da, wo es dick aufgetragen ist, sind die Brechungen stärker. Und wie in bei dem auch Bildern mit dem Marmormehl kann man ja auch hier schon in dem Zustand, wo es jetzt ein bisschen noch alles nass ist, kann man ja wunderbar auch noch mal Pigmente einpusten. Ich habe hier nichts anderes als Kassler Braun auf einem eine Plexiglasscheibe und das puste ich hier einfach rein. So, dann haben wir hier schon so eine schöne Farbigkeit. Da oben ist ein bisschen weniger. Hier habe ich noch irgendwie ein bisschen rosa Pigmente. Und das sollte jetzt auch in der Wärme trocknen. Also man kann das ja auf einem leicht angeschalteten Heizung trocknen. Also sollte natürlich nicht auf 5 sein. Oder aber eben irgendwo abstellen und unten halt vielleicht mal ein Becher drunter machen, damit es halt hier von unten auch Luft reinkommt. So, wenn das getrocknet ist, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier eine meiner Lieblingsmaterialien eigentlich, und zwar, das ist hier
Sumpfkalk mit dem Marmormehl. Und ich habe euch gestern schon gesagt, dass also ich liebe diese Struktur, weil hier das bricht einfach ganz anderes, aber das bricht in sich zusammen und verbindet sich aber nicht mit dem Untergrund. Das heißt, theoretisch kann ich hier so eine Brechung rausnehmen. Das bedeutet, ich muss das sichern. Das gesichert wird es ja mit einem flüssigen Binder. Da am besten ja einfach mal in so eine Sprayflasche. Ich habe hier so eine Sprayflasche und das überall einfach reinsprayen, ganz vorsichtig. Und das geht dann in diese Rillen rein zwischen dem Sumpfkalk und dem Untergrund. Ich habe hier in der Flasche eine Verdünnung, drei Teile von dem Binder und ein Teil Wasser. In dem Fall habe ich hier das K9 benutzt. Meine liebe Assistentin wird das gleich uns zeigen. Das K9 oder das RH14 sind beide gut geeignet. Du kannst beide nehmen, das war das schon, das Richtige. Genau, beide Flaschen. Also, das K9 kriegt ihr bei Pigmente Crema. Das ist auch eine sehr, sehr gute Acrylemulsion. Damit kann man das wunderbar sichern. Oder auch das sogenannte RH14 von Bösner kann man auch wunderbar dazu benutzen. Das mache ich dann, wie gesagt, in eine Sprayflasche und verdünne das mit einem Teil Wasser und spraye das rein. In dem Fall muss man das auch ein bisschen hier so wiegen. Auch wenn man das damit auf der Leinwand arbeitet, dann kann man natürlich dann auch ganz vorsichtig mit dem weichen Pinsel drüber gehen. Also ich mache das jetzt hier einfach mit der Sprayflasche. Manchmal muss man das vielleicht sogar zweimal wiederholen. Und in dem Fall, wenn man das jetzt hier so gesichert hat und diese ganze Klebeflüssigkeit obendrauf schwimmt, kann man theoretisch nochmal Pigmente reinpusten, was ich schon vorher auch hier getan habe, und dem Ganzen auch nochmal eine schöne Farbigkeit geben für zwischendurch. Also ich mag das sehr gerne mit dem Sumpfkalk arbeiten, weil man kann es ja auch von unten im Prinzip so ein bisschen kratzen mit der Leinwand und dann erheben sich die kleinen Steinchen und dann hat man auch womöglich mal einfach ganz, ja, so eine Struktur, die irgendwo so liegt, so wie hier eben, die man natürlich auch wieder sichern kann und nachher wunderbar mit Farblasuren oder auch mit Pastosenaufträgen weiter bearbeiten kann.